habe noch Stimmen gehört und ganz komische Geräusche und dann war es plötzlich tot. So. Und jetzt nicht hysterisch werden. Das Diktiergerät. Bist du taub oder was? Nein. Doch glücklich damit. Moment. Wir sind noch nicht fertig, Giga. Du hast noch was gut zu machen. Wieder Mailbox? Olivia, was ist los? Wenn du das hier abhörst, melde dich bei mir. Okay, ich krieg langsam richtig Schiss. Und mach einen Bogen um Axel, der Typ ist nicht berechenbar. Ich hoffe echt, wir hören uns gleich, okay? Wenn das Schwein rauskriegt, dass Olivia ihn reinlegen will... Ja, ich weiß, dann rastet er total aus. Scheiße. Wo willst du hin? Ich muss Olivia finden, ehe es zu spät ist. Zieh dich nicht so. Was ist los? Du gehst ja mal richtig ab. Olivia? Offensichtlich ist sie nicht da, oder haben Sie irgendwas an Ihren Augen? Entschuldigung, ich suche meine Cousine. War nicht zu überhören. Ist sie zufällig hier? Nein. Sie wissen auch nicht, wo sie sein kann. Nein, aber wenn Sie sie finden, bestellen Sie ihr doch einen schönen Gruß. Ihre Mittagspause ist seit Stunden beendet. Sie kriegt gleich eine deftige Abmahnung. So ein aufgescheuchtes Huhn. Kann ja nur Charlies Neffe sein. Hey, Natalie, ich ruf dich an, weil ich eigentlich mit dir deine Freilassung feiern wollte. Obwohl ich nicht weiß, ob du jetzt dazu in der Stimmung bist. Naja, jedenfalls freue ich mich, dass du wieder draußen bist und melde dich doch bitte mal, ja? Bis dann, ciao. Hey, ich habe Ersatz für Miriam gefunden. Hey. Lydia. Die hat heute Vormittag schon ausgeholfen und es ist nichts runtergefallen. Ja, cool. Hauptsache eine weibliche Aushilfe. Du weißt doch, fleißige Frauen fördern den Umsatz. Ja, und ihre Füße sind kleiner, die passen besser an den Herd. Mhm. Klar, genau. Hallo. Du hast Schwein gehabt. Fast wäre ich ohne dich losgezogen. Here we go again. Ach ja? Wohin denn? In diesen neuen Beachclub am Rhein. Wie wär's? Bisschen Sonne tanken, Cocktails schlürfen und danach, in die nächste Kneipe. Nein, ich hab da an was Aufregenderes gedacht. Mit sensationellem Blick über die Stadt. Sehr bequem Sofa. Mmh, ein Treffen G. Gregor, wie originell. Klingt wirklich zu gut, aber da habe ich schon was anderes vor. Sag es ab. Zu spät. Das war sowas von klar, dass du hier unten abhängst. Wir können gleich hochgehen. Ich habe Schnittmuster zur Auswahl dabei. Hey, super. Hm? Schnittmuster? Ja, wir machen unsere eigene Party. Nee, Party. Nichts für harte Kerle. Klingt doch nur mäßig spannend, um ehrlich zu sein. Das ist aber sehr spannend. Ciao. Du hast gerade gegen eine Nähmaschine verloren. Echt bitter. Und? Ich werde mich auch ohne sie nicht langweilen. Wieder nur die Mailbox. Die kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Probleme? Nee, alles okay, Gregor. Leg dich mal schön in die Sonne. Du glaubst, du kommst hier alleine zurecht, ja? Ja, bei dem Wetter ist ja zum Glück nicht viel los. Also, genieß die Freiheit, du Hinterhof-Kloni. Ey, vercheckst du's nicht? Hausverbot heißt, ich ruf die Bullen, sobald du über diese Schwelle da schreitest. Jetzt verzieh dich fort weg. Ey, ruf die Bullen. Ist okay, Gregor. Wir regeln das. Ja, ist okay, wir müssen was mit ihm besprechen. Ja. Na, wenn ihr meint. Und du, pass auf. Was hast du mit Olivia gemacht? Also doch. Ihr miesen Schwuchteln habt die kleine Schlampe auf mich angesetzt. Das Miststück sollte ein Geständnis von mir aufnehmen, hm? Wo steckt sie? Pass bloß auf. Beim nächsten Mal gibt's eine richtige Abreibung. Du Arschloch, was hast du? Olli, gemacht? Ist gut. Halt dein Schoßhündchen. Lass sie zurück. Verpiss dich. Was soll das denn jetzt werden, ne? Bist du bescheuert? Ich will wissen, was da los ist. Was denn? Der weiß doch selber nicht, wo Olivia steckt. Sonst wäre er doch nicht aufgetaucht. Du musst weg?
Sobald Olivia sich meldet, rufe ich dich an, ja? Ciao. Und? Olivia ist immer noch nicht im Schneiders aufgetaucht. Und in der Agentur, da geht nur der AB ran. Ja, und jetzt? Alarmierst du die Polizei? Die können doch auch nichts machen. Bis die eine Verhandlung einleiten können, da muss sie 24 Stunden verschwunden sein. Ich zieh noch mal los. Wo hast du gesteckt? Warum hast du dich nicht gemeldet? Axel hat mein Handy geschrottet. Dieses Arschloch. Hätte gleich auf dich hören sollen. Er wollte mich. Der hätte mich fast. Hat er dir irgendwas getan? Ich wollte gerade noch abhauen. Aber ich habe mich nicht getraut, ins Limit zu gehen. Er hätte mich ja gleich gefunden. Das hättest du wirklich nicht für mich tun müssen. Ich hab doch nur dich. Dich und Charlie. Bist du wirklich okay? Wahrscheinlich geht's mir immer noch besser als diesem Schwein. Ich hab seine Kronjuwelen ganz schön tiefer gelegt. Deswegen ist er hier so rumgeeiert wie ein kastrierter Zuchtbulle. Gut gemacht. Ich gehe gleich morgen früh zur Polizei. Die Polizei würde dir sowieso nicht glauben. Du bist Ollis Cousine. Hm, du bist befangen. Wegen deiner Aussage nehmen die das Verfahren gegen Axel bestimmt nicht wieder auf. Entschuldigt. Lars! Ja, also ich setze da mehr auf den Artikel, den Carla im Rheinländischen Echo veröffentlichen will. Ach, aber deshalb wird das Verfahren gegen Axel auch nicht wieder aufgenommen. Ja, mir wird sowieso reichen, wenn die Öffentlichkeit überhaupt von dem Vorfall erfährt. Dann muss der Boxverband was unternehmen, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Abwarten. Ich glaube nämlich ein Wunder. Wir beide sprechen ja auch wieder miteinander. Du hast vor deiner Abreise noch ein kleines Wunder bewirkt. Dreimal darfst du raten, wer hier gerade große Versöhnung feiert.